Gleichwohl, nun haben wir die Möglichkeit, den nächsten Schritt auch dieser Impfkampagne zu planen und ihn bewusst auch vorausschauend zu planen. Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gesehen, was eine solche Entscheidung über Nacht zum Beispiel in den Arztpraxen auslösen kann, wenn es auf einmal sehr viele Nachfragen gibt, auch nach Terminen in einigen Bundesländern, und wo die Dinge zumindest nicht haben vorbereitet werden können. Und deswegen haben wir uns entschieden, für den nächsten Schritt, nämlich die Aufhebung der Priorisierung, auch einen gewissen Vorlauf für alle Beteiligten in der Planung zu geben. Und wir sind übereingekommen, am 7. Juni in 3 Wochen die Priorisierung aufzuheben. Das gilt für die Arztpraxen, das gilt für die Betriebsärztinnen und Ärzte und die Impfzentren gleichermaßen.